Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls für die Switch. Ja, ich habe mich gerade menschlich gemacht und zwar Menschlichkeit, erhalte einen Menschlichkeitspunkt, dann regeneriere TP. Ich weiß allerdings noch nicht genau, wofür das gut ist. Weiß ich wirklich nicht. Müssen wir mal rausfinden. Keine Ahnung. Jetzt weiter um. Allerdings kriege ich auch hier nur 5 von den Estus-Flakons. Oh, beim anderen Fall habe ich immer 10 bekommen. Wieso das so ist? Keine Ahnung. Kann ich mehr bekommen hier? Ich weiß es nicht. Man kann dann hier nämlich aussteigen. Weißt du, was das heißt? Man kann es entfachen. Man kann die Ausbildung umkehren. Wofür das aber ist, weiß ich gar nicht genau, muss ich zugeben. Wenn ich da drauf drücke. Du bist keine Hülle. Okay. Wenn ich entfachen mache? Menschlichkeit, da habe ich nur Flammen entfachen. Ich weiß nicht, was denn. Sind die beiden da oben wahrscheinlich weg, ne? Bei... Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt aber mal raus. Auf jeden Fall, können wir uns jetzt mal ein bisschen rumgucken hier. Die Gegner sind natürlich alle wieder da, leider. Macht ja aber nichts. So. Die ganzen Leute nochmal einsammeln hier. Oh, hier, du. Oh. Komm her zu mir. Okay. Er sammelt. Da unten sind natürlich noch mehr. Die müssen wir jetzt erstmal killen, bevor wir weitergehen können. Und wenn ich jetzt runterschleife. Vielleicht gibt es hier gar nicht, ne? Wenn ich ihn von hinten niederstrecken, wenn er mich nicht mitbekommt. Weiß ich nicht, ob das geht. Anscheinend nicht. Und so kalt. So, hier könnte ich natürlich runterhüpfen. Brauche ich gar nicht. Eigentlich müssten sie zu mir kommen können. Wollen die aber wahrscheinlich gar nicht. Jetzt kommt einer. Können wir den kalt machen? Weg hier. Wird nur im Weg. Ah! Okay. Aufpassen. Nein! Oh, hüpf weg! Oh. Nein! Gut, dass wir gespeichert haben, ne? Ich muss direkt die Seelen gleich wiederholen da. Hoffe ich zumindest. Sonst wird's ärgerlich. Das war jetzt blöd. Ärgert mich ein bisschen, aber ich glaube, ich fange ja wieder da vorne an. Das heißt, wir könnten da einfach rausgehen und das wiederholen gleich. Bin ich so weit weg. Gut, dann gehen wir mal kurz raus und killen den ersten. Schon reinrennen hier. Komm her. Komm her, du Mongo. Hau dir die Blech, den Blechhelm vom Schädel. Du genauso. Wow. So, ihr bekommt alle einen von mir eingeschenkt hier, Leute. Kein Problem mit. Da unten ist mein... Müssen wir mal holen. So. Wählen. Belohnung ist gut wieder erlangt. Aber ich bin jetzt wieder eine Untote. Man sieht. Oh, ich kann es wahrscheinlich immer... Ach so, ich habe die Seelen wiederbekommen. Okay.
Die beiden würde ich trotzdem gerne killen. Ich weiß nicht warum, aber die stören mich einfach. Ich habe Angst, dass die irgendwann mal kommen. Dann hänge ich da. Ups. Das Bild ist gar nicht so schlecht von ihm. Und oder eine, das ist schon auch nicht schlecht. Chancen, hier zu kämpfen. Auto auch zu nehmen. Nein! Hast dich zu heilen? Ich glaube, es hackt. Heilen bleibt ja wohl mir vorbehalten. Ich hole ihn nur, um die Seelen einzuheimsen. Und dann könnte ich noch mal einen Punkt gleich holen. Wäre am coolsten. So. Viel, ein zu wenig. Ach, guck mal, ein Geheimweg. Geheimweg, also ein Weg, sagen wir so. Geheim wird er wahrscheinlich nicht gewesen sein. Was sind das für donnernde Sounds? Hört sich an, als ob Gewitter ist, oder? Nicht so cool. Nochmal unten runter. Wir sind. Hier nicht schon? Oh! Weckt er mich so, ey? Echt Schritt bekommen, unter das der Ecke gestimmt. Hier waren wir wohl noch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Viele von den Hyopais. Jetzt hätte ich eine Brandbombe gebrauchen können. Na gut, lassen wir mal da rumhuren. Wir gehen mal woanders längs. Da war ja noch ein Weg, ne? Okay, der eine wollte wohl unbedingt sterben. Andere wohl auch? Na okay, dann holen wir den nach und nach ran. Egal. Oh! Erwischt, ne? Hast du mich erwischt, du Spinner? Kommen die nicht? Ja, okay, kommen jetzt auch noch. Nein! Nein! Genau. Aber jetzt, wir trinken mal schnell was. Da geht's eine Leiter hoch? Sollen wir die mal hochgehen? Gucken wir, wo wir landen. Da können wir immer noch runtergehen wieder. Dass hier keiner ist, der mit Pfeilen auf mich schießt. Gleich wieder runter. Wurfmesser, okay. Ja, ich nehme lieber alle Waffen mit. Dass ich nachher ganz blank ohne irgendwas dastehe. Feuer da hinten. So. Hier müssen wir nicht nochmal längs. Deswegen kann uns das ja auch egal sein mit den ganzen Leuten hier. Well now, you seem to have your wits about you. Hmm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Allein so verkaufen. Gegenstand kaufen. Repariert eine rechte
Wer das Projekt Handbombe explodiert, wie wir denn dafür haben? Seelen für eine Bombe? Aber zwei davon mit, die waren jetzt gar nicht so schlecht. Getrockneter Finger sollte nur mit äußerster Vorsicht angewendet werden. Orangierungs- und Speckstein, Nachricht Wesen. Öffnet Anwesen in der Stadt der Untoten. Da. Tausend. Und Inventarwaldung und Leuchtfeuer. Ein Dolch, okay. Was ein bisschen härter reinhaut? Gehackte Keule. Oh, hier gibt's Pfeile. Hier aber nicht mal Bogen. Rüstung. Das ist ja wirklich schwierig. Also wir könnten... Was ist ein Kurzbogen? Was kostet denn der? 1000! Eieiei! Bin ich aber wieder happig, ne? Weiß auch nicht, wie viel ein Bogen uns bringt, so, ob man nicht doch mal irgendwas findet. Versteckte Keule reizt mich schon eher. Die hat 97... Werden so auf Dauer, ne? Mal kurz meine Sachen angucken und zu sehen, wie viel ich überhaupt habe. Da, was hat denn mein 83. Hm. Haut das andere Ding schon bestimmt. Wir kaufen den einfach mal. Hab ich. Her? Diesen Schlüssel. Wahrscheinlich verschiedene Türen aufmachen. Weiß nicht, wie viele das bringt. Das bringt auf jeden Fall. Wenn sich alle Türen aufmachen können, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Tausend aber, ne? Naja, wir holen die Seelen ja sowieso wieder, also lass uns das ruhig mal kaufen. So, wir werden mal unsere Waffe umtauschen hier. Echte Keule. Und den Morgenstern. Das haben wir, glaube ich, nicht. So. So. Probieren wir gleich mal aus bei irgendwelchen Gegnern. Ja. War hier noch irgendwas, was ich finden konnte? Nur der Heini, ne? Gut. Dann gehen wir mal zurück. Und gehen den anderen Weg. Ich werde mit den Brandbomben mal hier rein, die in die Locken. Oh! Oh! Rutsch! Ich glaube, die spinnen so ein bisschen hier. So, die Keule ist gar nicht so schlecht. Hört gerade auf. Wir wollen ordentlich reinhauen. Ich glaube, ich mache noch ein paar Leute platt. Und dann muss ich mich, glaube ich, noch mal... Okay, oh, mach doch das... Was macht er denn da?
man hier jetzt raus? Nee. In der Seite, okay, das ist auch nicht so schlimm. Wir wissen ja, wo die Leute so stehen, so ein bisschen, ne? Hatten wir schon geplündert. Hör doch zu mir da. Weiten. Die Hajos. Hier durch die Tür rein. Haben wir einen Schlüssel, vielleicht können wir die aufmachen. Yes. Also schlechte Schlüssel zu gekauft zu haben. Spart man sich unter Umständen etwas. Was ist da drin? Goldharz. Hm. Goldharz ist, weiß ich noch nicht. Fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Und wie lange hält es an? Ich weiß jetzt nicht, wie lange es anhält, natürlich. Ich muss es ja mal getestet haben. Okay, das hält ganz gut an. Das hält ganz gut. Pfeilhain hier oben töten. Hey, ist das geil, das Zeug. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung anhält. Oder wahrscheinlich bis ich sterbe, ne? Stop. Oh. Ich habe echt Angst, hier reinzugehen, weil ich irgendwie denke, das ist alles eine Falle. Ach komm, das Goldsatz ist auch schon weg. Hm, hier findet man nichts. Höher? Durch den Nebel gehen. Und dahin. Schreiten wir. Wir haben kein Estus-Flakon mehr. Das ist mir zu gefährlich, wenn ich jetzt da drinnen sterbe nachher. Das heißt, wir gehen einmal zurück am Leuchtfeuer, müssen die Gegner mal besiegen hier, aber das waren jetzt auch nicht so viele Gegner, deswegen. Und dann. War's das? Für diese Runde zumindest. Oben können wir natürlich auch noch killen, das machen wir jetzt nicht. Ah, wie viel? Seelen haben wir. So, am Leuchtfeuer rasten.
menschlich bitte. Okay. So. Wir gehen noch eine Runde an da und gucken, wo wir da hinkommen, wenn wir durch diesen Tunnel gehen. Sollte ich alle wieder killen. Och Mann. Noch erwischt. So, die unten brauchen wir eigentlich, obwohl den holen wir noch hoch da unten. Wo ich hochkomme nochmal? Killen wir auch nochmal. Und dann müssten wir eigentlich nicht killen unbedingt. So. Ups. Gucken, dass die gleich wieder hinter mir hergerannt kommen hier. So, da drin können wir da drin killen. So. Mehr. Hinter seine Pappenheime hier so ein bisschen. So lustig, dass der hintere kommt, ne? Nicht einer von den vorderen, das erste. Ja. Oh! Blöd, das ist direkt auch diese Feuerbomben. Bombe, danke. Was trinken? Weiter oben noch schnell töten. Mehr Seelen bekommen. Hier hoch. Oh. Oh. Drecksau. Machen wir schnell was. Oh, da oben können wir noch plündern. Machen wir auch. Noch eine Brandbombe, super. Gar nicht so schlecht, wenn wir die sammeln können. So, hier gehen wir kurz runter. Hoch? Okay. Aufpassen, der mit den Pfeilen hat mich nicht erwischt. Super. Schnell da oben. Er macht da oben. Okay. Haben wir euch langsam alle. Und ja, jetzt gehen wir nochmal da runter.
Und gucken, ob wir den anderen Weg da auch irgendwie gehen können. Also da oben, der muss ja auch nochmal runterkommen und gekillt werden. Oh. Hat er mich noch erwischt, die Sau, ne? Okay, wir trinken trotzdem was. Und dann gehen wir durch den... Obwohl, hier unten war ja auch so ein Gegner, ne? Ich frage, ob man den einmal killen sollte. Und den von hinten vielleicht so ein bisschen erwischt. Das ist so ein starker Typ. Oder nicht? Aber nicht trotzdem die Brandbomben mal damit reinpacken. Okay, er ist stärker als gedacht. Ich glaube, da kommt doch komplett hinterher gerannt. Kommt er hier hoch? Würde ich auf den Död springen. Wo ist er jetzt zurückgegangen? Den natürlich nicht. Ich habe ja nicht viel Schaden gemacht von hinten, muss man sagen, ne? Oh, da steht er. Oh. Oh. Unter der Ritter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auch hier rein? Ich weiß es nicht. Ich habe voll die Bammel, dass er mich gleich tötet. Ich weiß auch nicht, wie viel Schaden ich gemacht habe bei ihm. Tatsächlich ist er noch da hinten im Turm drin. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? Ich glaube gar nichts, ne? Besten? Hin. Er macht mir schon so ein bisschen Angst, gebe ich zu. Guck mal, ich habe fast überhaupt keinen Schaden gemacht. Mist. Ja, hier erwischt. Besten? Ah! Lauf! Ach, ich dachte, der kommt da nicht raus. Wenn ich eine Pause habe, ein Pausemenü haben wir also gar nicht. Nicht so richtig zumindest. Gut zu wissen. Runter! Lauf! Lauf! Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Den hätte man sich wahrscheinlich nicht anlegen sollen. Er kommt! Hoch! Kommt er? Da kommt er, geht er rein? Kommt sogar rein, okay. Weiß ich nicht, ob er hochkommt oder nicht hochkommt.
Wo ist er denn jetzt? Wer ist der Typ denn jetzt? Okay, das hat sich wieder runtergegangen. Weiß natürlich, wie viel Leben der noch hat. Tatsächlich. Ich kann mit dem Wurfmesser machen, weil ich sie nicht einsetzen kann. Und hier einsetzen. Flügelspeer. Kurzschwert, Kurzschwert, Zerbrechenschwert, Schwertangriff. Einfach gestreckte Keule morgen. Okay, das ist ja irgendwie schwachsinnig. Aber naja. Den Tod haben. Schnell, schnell, schnell. Kann ich von hier oben gleich nochmal killen, wenn er hier längs kommt. Wenn er hier längs kommt, weiß man natürlich nicht. So sehe ich ihn gar nicht. Ja, wieder da hinten drin. Na gut, lassen wir da hinten mal drin. Ich mach mal hier die Tür auf, die hier ist. Was, mein Schlüssel passt hier nicht? Na gut. Keine Ahnung, was wir mit dem machen können. Der wird uns einfach eiskalt killen, glaube ich, wenn er uns einfach von vorne kriegt. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Gucken, wo wir landen. Jetzt sind wir ganz woanders. Die längste. Ah, okay, dann können wir noch oben rauf und ihn kurz mal killen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da oben sind, aber mal einer ist, kriegen wir den ja wohl erwischt, ne? Zwei kriegen wir erwischt. Okay. So viel Seelen jetzt, es nervt mich gerade damit rumzulaufen. Was ich machen? Irgendwann muss ich ja loswerden. Das heißt, bis zum nächsten Tod müssen wir spielen. Mindestens. Dass er einfach ein Drache kommt, den Kopf abbeißt. Oder der Typ.
Karos-Dämonen. Ich möchte mir nicht gegen den kämpfen. Kann ich wieder zurück? Natürlich nicht. Oh. Lass mich durch. Oh, lass mich durch. Oh, scheiße. Ich wusste nicht, dass da ein Gegner kommt, echt nicht. Das sah auch schon alles viel zu gut aus. So ein Mist. Oh, jetzt sind meine ganzen... Oh, mein ganzes Dings weg. Ich weiß nicht, kriege ich das wieder vor dem... Oder muss ich da reingehen für, um die zu bekommen? Die ganzen Seelen und so. Natürlich ätzend. Weiß man natürlich nicht. Shit, ey. Shit. Ja, Leute. Das müssen wir uns beim nächsten Mal angehen. Das schaffe ich heute nicht mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.